Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe. Mein Name ist Leven Lita und ich bin euer Klingonischlehrer. Ja, hier bin ich jetzt wieder, hier in meinem Studio auf meinem Bird of Prey. Und zwar, wir haben dieses Mal eine sehr interessante Sonderausgabe. Und zwar, das Thema ist dieses Musikvideo. Ja, tatsächlich, ein Klingone singt Nuknech, er singt ein Lied vor auf Klingonisch und das wurde vor ein paar Wochen, wurde dieses Stück angekündigt mit einem kleinen Vorschau-Trailer. Das Lied soll im September rauskommen in verschiedenen Varianten. Und natürlich, das Klingonisch-Wiki achtet ja immer auf solche Sachen und hat dann hierzu auch gleich eine Seite angezeigt. Das Lied wurde gesungen, gespielt von einer Gruppe namens A-Team. Ganz anders geschrieben, als man es erwarten würde, wie es gesprochen wird. Aber das ist eine Rap-Gruppe, die 1986 gegründet wurde. Aber dieses ganze Projekt ist gewachsen auf der Arbeit von dem Leadsänger namens Hans Solo, der sich selbst auch als großen Trekkie beschreibt. Und wie soll ich sagen, es gab hier vielleicht ein kleines Missverständnis, was ich hiermit auf jeden Fall deutlich stellen möchte. Und zwar, es ist ja so, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, es gibt immer wieder irgendwelche klingonischen Aktionen, wo irgendjemand irgendeinen klingonischen Text nennt und dann sagt, hier, schaut, das ist klingonisch. Und alle rennen hin und sagen, boah, cool, klingonisch. Und es ist nun mal meine Aufgabe als Klingonisch-Experte, da ein Auge drauf zu halten und dann eben auch meinen Kommentar dazu abzugeben, ob etwas gutes Klingonisch ist oder eben nicht so gutes Klingonisch. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Sachen wirklich absolut nicht brauchbar sind. Jetzt war ich natürlich sehr überrascht, als ich dieses klingonische Lied entdeckte. Und um ganz ehrlich zu sein, ohne Wertung, einfach nur als Feststellung eines Sprachexperten, es ist leider nicht so perfekt. Es hat gewisse Aspekte, die falsch sind. Es hat gewisse Aussprachprobleme. Interessanterweise hat sich der Sänger Hans Solo innerhalb kürzester Zeit dazu gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Es hat mich sehr gefreut, dass wir da diese Rückmeldung bekamen und Hans Solo das Ganze so erklärt hat, wie er dazu kam. Und tatsächlich hat er auch bestätigt, dass dieses Projekt keineswegs einfach nur durch den Bing-Übersetzer gejagt wurde, sondern wirklich von Hand und gut gemacht und mit Ambition. Und das freut mich, weil nämlich genau das ist es ja eigentlich, worum es bei den Trekkies geht. Es gibt viele Star Trek-Fans, die Spaß daran haben, etwas zu machen und das hat sich hier auch gezeigt. Also ich muss sagen, dieses Video soll nicht jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung sein. Es soll vielmehr zeigen, warum wir das tun, was wir tun. Und zwar diese genaue Kritik an klingonischen Elementen soll eben den Klingonisch-Studenten, den Schülern zeigen, was gutes Klingonisch ist und was nicht. In diesem Video möchte ich jetzt aber auch darauf eingehen, was Hans Solo in seinem Video vom 27.08. bei YouTube auch sagen möchte. Er erklärt nämlich, wie es dazu kam, wie es zu diesen Fehlern kam oder vielleicht sind es gar keine Fehler und genau darauf wollen wir jetzt erst einmal ansprechen. Der Sänger dieses Liedes wiederholt immer wieder in seiner Ansprache, dass ihm dies vorgeworfen würde, etwas anderes vorgeworfen würde und ihm würden Fehler unterstellt werden. Ich finde, dieses Wort vorwerfen klingt irgendwie so negativ, denn im Grunde sind es ja Fehler, die vorhanden sind und auf die wird einfach hingewiesen, ganz neutral, so wie das in einer Enzyklopädie eben auch der Fall ist. In seinem Video erklärt Hans Solo, dass er schon vor sehr langer Zeit mit dem Studium der Sprache begonnen hatte und dazu hatte er dieses Werk hier, das offizielle Wörterbuch Klingonisch-Deutsch und auch Klingonisch für Fortgeschrittene. Dies sind zwei Bücher, die wirklich sehr wichtig sind im Lernen der klingonischen Sprache. Das offizielle Wörterbuch, wie es 1998 erschien, ist leider mit vielen Fehlern bestückt, die stellenweise auf Übersetzungsfehlern aus dem Englischen reichen. Und ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber der Hinweis von Hans Solo, dass die Star Trek-Fans dieses Buch korrigiert hätten und neue Wörter dazu erfinden, ist nicht ganz so richtig. Es ist tatsächlich so, dass der Erfinder der Sprache Mark Okrent derjenige ist, der neue Vokabeln erfindet und diese auch jedes Jahr immer wieder neu dazu dichtet und so wächst eben das Vokabular. Was die Fehler selbst betrifft, gab es 2013 eine überarbeitete Fassung,
des offiziellen Wörterbuchs, welches dann so aussieht. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Buch sich anzuschaffen, wenn man Klingonisch lernen möchte, weil dort eben gewisse Fehler nicht mehr enthalten sind und komplett überarbeitet wurden. Das offizielle Wörterbuch ist natürlich die englische Ausgabe und diese enthält die Fehler nicht. Aber wir wollen mal darauf eingehen, was Han Solo in seinem Video zeigt. Als allererstes spricht er an, dass der Buchstabe H falsch gesprochen wird im Wort Nuknech. Das stimmt aber gar nicht. Er sagt es genau richtig. Nuknech. Nuknech. Mach Bongo Matsch. Nuknech. Mach Bongo Matsch. Nuknech. Nuknech. Man sieht, es passt. Ein sehr wichtiger Laut beim Lernen der klingonischen Sprache ist natürlich der S-Laut. Das große S wird immer wie ein SCH gesprochen, beziehungsweise laut Wörterbuch, und da gebe ich ihm recht, hier wird ja beschrieben, es wird zwischen, wie steht es hier, das große S entspricht einer Mischung aus S und SCH. Man beachte, es besteht aus einer Mischung aus S und SCH. Man sollte also deswegen eben nicht S aussprechen. Der Laut, um den es hier geht, ist zum Beispiel Schesch. Es ist nicht Schesch und es ist nicht Ses, sondern es ist Schesch. Schesch ist ein klingonisches Wort. Schesch, so hört sich das an. Jetzt kam das Argument, dass er ja auch das englische TH nicht aussprechen kann, aber dieser Laut hat nichts mit TH zu tun. Es ist eine Sch. Und im Zweifelsfall sagt man besser Sch anstatt S, weil S hört sich absolut falsch an. Das ist einfach nur falsch. Im nächsten Punkt spricht er einen der schwierigsten Laute der klingonischen Sprache an. Das ist das TLH. Das ist kaum zu erklären. Dazu haben wir jetzt auch keine Zeit. Es klingt ungefähr so wie kler, kler. Und das ist ein Laut, den man im Deutschen nicht kennt. Er wird im Wörterbuch jetzt damit erklärt, dass der so ausgesprochen wird wie das aztekische Wort tetl. Und Hans Solo spricht darauf an oder fragt ein wenig, wann die Verfasser dieses Buches jemals mit einem Azteken gesprochen hätten. Jetzt sollte man nur als Randinformation hinzufügen, dass der Autor dieses Buches, Mark Okrent, der Erfinder dieser Sprache, ein studierter Linguist ist, welcher sich auskennt mit nord- und südamerikanischen eingeborenen Sprachen und der sich definitiv sehr gut auskennt mit den Lauten TLH, die eben sich anhören wie ein K. Das Wesentliche, was in diesem Laut definitiv nicht passieren darf, ist, dass man ihn getrennt spricht. Das Wort Klingan beginnt mit diesem Kl-Laut. Und das Falscheste, was man machen kann, ist, dass man Tla, Tla, Tlingan spricht oder so etwas. Oder am Ende eines Wortes Ngak muss das eben Ek heißen und nicht Ettel. Jemand, der Ettel spricht, ist einfach absolut falsch. Im Folgenden spricht er an, dass der Apostroph, übrigens der Apostroph, nicht das Apostroph, im Buch steht, dass der, nach dem Apostroph der vorangehende Vokal manchmal wiederholt wird. Dazu bringt Hans Solo das Wort Kecke. Ich weiß nicht, was Kecke heißen soll, aber es ist kein Beispiel für einen Apostroph. Was er vielleicht meinte, wäre Ä. Das Wort Ä beginnt mit einem Apostroph, endet mit einem Apostroph, und beim Klingonischen darf man auch eben Ä sagen, aber nicht Kecke. Da hat er irgendwas falsch verstanden. Einer der Fehler, auf den direkt hingewiesen wurde, war am Anfang des Videos, wo eingeblendet wird, unten hier in der Zeile steht dann, Sie hören das folgende Lied, und das wurde übersetzt mit dem Wort Bich. Bich ist aber laut Wörterbuch tatsächlich Sie. Aber hierbei muss man auch etwas beachten. Natürlich hat er das richtig übersetzt, in dem Sinne von Sie hören ist Kreu Bich. Aber dieses Bich ist ein anderes Sie, als was es hier verwendet wird. Gerade im Deutschen ist man sich dessen vielleicht nicht bewusst, dass wenn man jemanden anspricht, dass man ihn eigentlich in der Mehrzahl anspricht. Wenn ich zum Beispiel sage, hören Sie mal, Herr Müller, ist es Sie dasselbe wie Sie hören die Schüler. Man merkt den Unterschied. Sie, Herr Müller, Sie hören mich, oder Sie hören mich, die Schüler. Das ist dann die Mehrzahlform Sie, während in der Anrede ist es Sie auch diese Form. Aber im Klingonischen kann man nicht einfach diese Mehrzahlform nehmen. Das wäre so, als würde ich im Englischen jemanden mit They ansprechen. They listen, Sie hören, kann ich ja nicht zu einer Person sagen. Dort sagt man You. Und das ist genauso im Klingonischen. Dort gibt es keine Höflichkeitsform. Man duzt einfach die Person.
Ein weiteres Missverständnis besteht auch hier in der Beschreibung des Textes, wo ja geschrieben steht, das Pronomen Chach, sie, wird dann verwendet, wenn sie auf eine Gruppe von Lebewesen hinweisen, die der Sprache mächtig ist. Anderenfalls wird Bich, sie, verwendet. Der Irrtum liegt hier drin, dass es nicht darum geht, dass man eine Gruppe anspricht, die der klingonischen Sprache mächtig sind, sondern allgemein Wesen, die fähig sind zu sprechen. Das beinhaltet Klingonen, Romulaner, Menschen, Energiewesen, das müssen ja nicht einmal humanoide Lebensformen sein, sondern generell das Wort Chach wird benutzt für Personen, die lebensfähig sind und auch sprechen können. Und das andere Sie wird verwendet für Gegenstände. Dort stehen sie, die Stühle, sie, die klingonischen Schüler, sie ist dasselbe sie im Deutschen, im Klingonischen wird das unterschieden zwischen Chach und Bich. Abschließend möchte ich hierzu nur anmerken, dass dies keineswegs eine Kritik an dem Musikstück sein soll. Über Musikgeschmack lässt sich streiten, das ist kein Thema, aber das Video an sich, das Musikstück an sich ist eigentlich wirklich eine schöne Sache. Es ist gut gemacht, es hört sich cool an, wenn man die Musik mag. Ich finde es vor allem sehr kreativ, wie das Ganze umgesetzt wurde. Im Hintergrund fliegt zum Beispiel, man sieht hier diesen Bird of Prey, der dem so Ganzen ähnelt. Und eine ganz coole Sache ist die in die Maske integrierte Baseballkappe des Sängers. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine coole, kreative Idee. Auch sein Kostüm hat er sich komplett selbst geschneidert. Das passt auch und das ist ein Zeichen dafür eben, wie Star Trek-Fans Spaß daran haben, ihr Hobby umzusetzen und das mit Musik zu kombinieren. Abschließend möchte ich noch anmerken, falls Hans Solo oder seine Gruppe Lust hätten, vielleicht noch mehr Klingonisch zu üben, laden wir ihn ein zum kommenden Klingonisch-Kurs, der dieses Jahr aufgrund von Corona ausfällt, aber im nächsten Jahr sein 20. Jubiläum feiert und dort kann man dann richtig Klingonisch üben, die Aussprache üben und Spaß an der klingonischen Sprache haben. Zum Abschluss möchte ich nur noch einen Hinweis loswerden, und zwar die Annahme, dass es bisher noch keinen klingonischen Rap gab, ist leider nicht so ganz richtig. Deswegen verweise ich auf diese zwei Videos, die es hier noch zu sehen gibt. Zum einen gab es 2001 das Lied von Klingonam, welches sich ein wenig so anhört, oder auch das 2018 veröffentlichte Video von Dida, die klingonische Variante von Klingern, Dida. Das war für euch euer Klingonischlehrer. Viel Spaß weiterhin mit der klingonischen Rap-Musik. Klingen Schubi, die da macht, nicht schau, klingern die mehr Fe. Klingen die da macht, klingen Schubi, die da nach. Schubi, Bakter da, Dede da, die zackte wieder nach. Die da, die mach mal auf, die wie noch. Schub klingern in Schuwe, da klingern Schubi, die da, dach die da, dach nach da, wie Post, da klingern Chori, Rot, Schmerz, Kepp und Dach mal rum. Et wumme da, ja, da, a wallis, da, da, boom.